Hi zusammen, es ist Mitte November, Donnerstagabend. Ich habe gerade das Laptop zugeklappt und es langt echt mit dem Arbeiten im Moment. Vielleicht bist du auch nur noch im Homeoffice vorm Rechner und irgendwann total genervt. Also ich bin so froh, ich bin jetzt ins Wohnmobil. Ich habe das Go gekriegt von meiner Family, dass ich abhauen darf. Ich mache morgen hier Mobile Office aus dem Wohnmobil und versuche mich mal Richtung Küste zu bewegen, damit ich nachmittags und am Wochenende aufs Wasser kann. Also, ich freue mich. Draußen ist dunkel. Erstmal ab zum Supermarkt, Vorräte kaufen. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht in diesen Zeiten. Ja, auch nicht so einfach. Aber keine Sorge, ich bin ja ganz allein in meinem Wohnmobil, absolut Corona-konform. Und bin auf der Suche nach ein bisschen Spaß neben viel zu viel Zeit vorm Bildschirm. Bis nachher. So, ich habe es gestern noch bis an die Küste geschafft und ja, hier in der Nähe pennen können. Und jetzt ist erstmal Office angesagt, Wohnmobil-Office. Aber ich habe mir schon mal eine schöne Aussicht organisiert. Ich schalte mal für euch um einen Moment. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. So ist die Aussicht. Im großen Bode. Da ist schon ein bisschen Wind, blauer Himmel. Und ja, jetzt heißt es erstmal arbeiten. Vielleicht heute, spätestens morgen geht's raus aufs Wasser. So, heute ist Samstag. Keine Arbeit vor mir, dafür Kiten. Und es geht direkt über die Brücke zur Insel. Draußen ballert es schon ordentlich. Ich bin hier in Lemkenhaven, etwa 5 Grad. naja, dafür Wind und schauen wir mal, was es wird. Bis gleich auf dem Wasser. So, jetzt kann es gleich losgehen. Saukalt draußen, aber mal gucken, wie wir mich richtig verpacken können. Ob das wohl heute reicht? Ich werde es rausfinden. Können wir bitte den Sommer wieder zurückhaben? Ach, es ist immer wieder ein Stück weit beruhigend zu wissen, dass man nicht der einzig Bekloppte ist, der heute hier ist. Wahrscheinlich schlecht hören in der Mitte. Aber wenn man erstmal unterwegs ist,
Gott sei Dank. Ich bin Was eine schöne Session. So, zurück im Wohnmobil. Der Kaffee dampft. Die Verpflegung ist auch da. Jetzt erstmal ein bisschen chillen, rausschauen auf die anderen, die noch draußen sind. Und mal gucken, ob es heute noch was wird oder morgen. Ja, und dann ist, kennt ihr bestimmt auch, der spannende Moment. Das kleine Ding hier mal auslesen, was es heute gewesen ist. Ja, schön chillig jetzt hier drin. Heizung läuft und ich habe Zeit, Videos zu editieren. Büsum zum Beispiel. Jetzt habe ich den Büsum-Film geschnitten und ich glaube, der ist ganz cool geworden. Und draußen ist es stockdunkel und da waren noch ein paar Mädels und Jungs richtig lange draußen. Fast bis in die Dunkelheit. Für mich wird es jetzt Zeit, wieder von der Insel runterzufahren, denn Pennen ist hier nicht erlaubt zurzeit. Also ab, um einen Schlafspot zu finden. Ciao! Sonntagmorgen. Die Nacht war mal wieder nicht so toll hier in Heiligenhafen auf dem Parkplatz, aber anders geht es halt gerade nicht. Dafür scheint jetzt megamäßig schön die Sonne und ich werde mal Steinbader, heißt es hier, glaube ich, ausprobieren. Es war nicht so viel los. Zwei, drei andere habe ich aber gerade getroffen, die auch noch raus wollen. Ich glaube, es ist eine ganz nette kleine Welle hier und ja, warum nicht? Schauen wir uns mal an. Thank you.